Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video in der PS5 Schritt für Schritt Reihe. Und wir haben im letzten Video Zubehör durchgenommen, jetzt, da ist dann halt auch was mit bei gewesen vom Controller, und zwar hier ganz unten Spielvoreinstellungen. Jetzt kommen wir zu den Spielvoreinstellungen komplett, weil die sind jetzt eigentlich direkt in diesem Punkt drinnen und halt auch gespeicherte Daten. Also wir gehen jetzt einfach mal von oben drin nach unten durch. Gespeicherte Daten PS5, gespeicherte Daten PS4, Spielvoreinstellung, automatisches Update, Spoilerwarnung, Spielstatus, Spiele, denen du folgst. Okay. Ich finde den Namen erstmal dafür ziemlich lang. Ich würde hier noch ein paar Sachen mehr reinnehmen und dann das Ding einfach nur Game-Einstellungen nennen. Und App-Einstellungen einen anderen Punkt machen oder so. Oder Game- und App-Einstellungen. Oder Spiele- und App-Einstellungen. Gespeicherte Daten würde ich halt rausnehmen. Die brauchen hier nicht unbedingt sein. Die haben wir bei gespeicherte Daten schon doppelt drin. Also das tut hier nichts zur Sache. Das ist Quatsch. Aber egal. So, wir kommen hier wieder zum Konsolenspeicher. Haben wir dann halt, das hatten wir ja auch schon im Video. Im Cloud-Speicher hochladen, dann können wir halt hochladen, was wir im Cloud-Speicher hochladen möchten. Hier sind die Sachen drin, die wir löschen möchten. Ja. Also die Spiele, die wir löschen möchten. So, dann haben wir hier noch den Cloud-Speicher. Nee, Quatsch, nicht Spiele. War dann MB, nicht GB, oder? Ja, MB, das sind Safe Games, so. Hier kommen wir auf den Cloud-Speicher, da können wir in die Konsole herunterladen oder löschen. Also wir können jetzt praktisch Safe Games, die wir im Cloud, in der Cloud haben. Ja, also wir haben jetzt auch eine neue Cloud, da oben Cloud-Speicher PS5. Also ich habe jetzt schon mal mehr zur Verfügung. Vorher stand da noch nur Cloud-Speicher. Ich hatte, oder haben sie bei der PS4 damals schon mehr gegeben? Jedenfalls ist es ziemlich, habe ich jetzt 104 GB. Mein Cloud-Speicher war auch schon mal voll. Das ging mal nur. Boah, das waren damals am Anfang, glaube ich, 10 GB oder 1 GB. Da waren 10. Irgendwann waren es mal 50 oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt verfügbar. 104 GB sollte eigentlich eine Weile reichen. Wir können auch Sachen aus dem Cloud-Speicher löschen. Ja, da können wir dann Spiele auswählen, die wir jetzt nicht mehr spielen, zum Beispiel. Und die können wir dann aus der Cloud rauslöschen. Ich habe sogar noch im Cloud-Speicher PS3 Spiele, die mir hier natürlich nicht angezeigt werden. So. Und das war jetzt einfach nur der Cloud-Speicher für PS5. Jetzt haben wir noch die gespeicherte Daten synchronisieren. Da habe ich natürlich, ja, ich will gespeicherte Daten synchronisieren. Und warum der hier bei manchen Spielen aus hat, weiß ich nicht. Also ich habe es grundsätzlich eigentlich immer an. Also das sind die Sachen, die auf der Cloud sind, auf der erweiterten Platte sind. So. Synchronisationsstatus anzeigen. So, hier ist synchronisieren nicht möglich. Etwas lief schief. Ja, ist glaube ich auf dem externen Speicher. Was ist sonst gut? Etwas lief schief. Ja, das sind, ja gut, das sind die Sachen, die im externen Speicher hängen. So, dann haben wir das gleiche nochmal, aber hier seht ihr einen Punkt mehr. USB-Laufwerk. Den haben sie hier abgeschafft. Man kann Safe Games nicht mehr auf dem USB-Laufwerk machen. Hier haben wir den Konsolenspeicher. Das sind jetzt nur, also das ist jetzt der Konsolenspeicher halt für PS4-Spiele. 124 GB ist der insgesamt groß und ist schon
verfügbar 124 GB von den 600 noch was, sagen wir mal so. USB-Laufwerk habe ich nicht drin. Achso, das ist das USB-Laufwerk, was jetzt mein. Das ist mein erweiterter Speicher. Ah, da habe ich die Spiele halt drin. Und warum hier auf Safe Games? Achso, naja. Löschen. Dann können wir Sachen aus dem Konsolenspeicher rauslöschen. Also Safe Games. Für Spiele, die wir jetzt nicht mehr spielen, zum Beispiel das. Simulator, will ich noch weitermachen, will ich noch Platin machen. So. Dann 500 MB, also 553 MB, die werden jetzt gelöscht. Vom Konsolenspeicher. Das heißt, wir haben wieder 553,7 MB mehr. Das sind 27 Daten, die gehen einfach ruckzuck. So. Dann haben wir noch den Cloud-Speicher. Da können wir in Cloud-Speicher herunterladen. Mal kurz warten. So, das ist der Cloud-Speicher für PS4. Da habe ich verfügbar 92 GB und könnte jetzt hier das alles in meinen Cloud-Speicher hochladen, die ganzen Safe-Games. So, aber warte mal, da fällt mir gerade was ein, da gucken wir mal nach. 92 GB. Hier sind es 104. Der Balken ist aber jetzt nicht gerade viel kleiner, also nicht gerade nur ein bisschen kleiner, sondern großartig kleiner geworden. Also es kann sein, dass Sony das mit dem Cloud-Speicher jetzt umgestellt hat, dass dir für jede Konsole ein separater Speicher zur Verfügung steht. Vorher war halt einer, der immer erweitert wurde. Das kann ich jetzt so aber nicht sagen. Laufwerk haben wir nicht, geht nicht. Also wir können nichts aus dem Laufwerk kopieren oder löschen. Auto-Upload habe ich, also Auto-Update. Ach Quatsch, Upload. Für Safe Games habe ich hier überall an. Die sind alle auf der externen Platte. So. Spielvoreinstellungen. Starte neue Spiele mit dem bevorzugten Einstellungen. Das heißt, die Spiele, die das unterstützen, und das soll wohl halt so sein, dass es in Zukunft bei PS5 immer so sein wird. Also nicht PS4-Spiele, PS5-Spiele. Starten mit den Einstellungen, die wir uns separat einstellen. So. Spielstandard habe ich hier drin. Wir können halt sehr einfach machen. Und dann starten wir jedes Spiel einfach mit sehr einfach. Wenn es sehr einfach gibt, wenn es sehr einfach nicht ist, dann einfach. Leistungsmodus. Gib an, ob dir Leistung oder Bildqualität wichtiger ist. Wähle den Leistungsmodus für hohe Bildwiederholrate oder den Auflösungsmodus für eine hohe Bildqualität. Es gilt für Spiele, die beide Modi anbieten. Ja, da habe ich eigentlich Auflösung habe ich da eigentlich genommen. Ich möchte alle auf Auflösung, ich möchte ein schönes Bild haben. Die Leistung ist mir scheißegal. Also selbst wenn der jetzt hier, wenn der jetzt bei hoher Auflösung einfach mal von 60 auf 30 FPS runtergeht, ist mir scheißegal. Hauptsache ich habe eine geile Auflösung. Also die First-Person-Perspektive, müsst ihr kurz warten. Auf der linken Seite wird da gerade was geladen. Ah ne, Spielstandard, so normal. So. Mit hoch geht er dann halt, mit dem rechten Analogstick geht er dann halt hoch. Ihr könnt es auch umgekehrt machen, wenn ihr hoch macht, dass das Bild runtergeht. Ich habe Spielstandard. Horizontal könnt ihr auch dann halt so machen, dass es, wenn ihr nach rechts macht, dass es nach rechts geht. Oder wenn ihr macht, aber wenn ihr nach rechts macht, geht es nach links. Third-Person-Perspektive.
Und normal seht ihr dann auch halt, wie er denn steuert. Ihr könnt das halt auch auf umgekehrt haben, wenn ihr hoch macht, dass das Bild runter geht. So. Und genau sieht es halt auch da aus. Da lasse ich überall Standardeinstellungen drin. Untertitel und Audio. Das könnt ihr euch jetzt hier auch nochmal separat anpassen. Also ihr könnt jetzt wie Spiel Standard machen oder ein. Wie bei Konsole, Original Audio. Da könnt ihr Original Audio sagen oder wie bei Konsole. Das heißt, bei wie Konsole, die steht auf Deutsch, dann kommt auch ein deutsches Audio. Untertitel anzeigen, ein aus, wisst ihr, was das ist, oder Standard. Spiel Standard habe ich da drin. So. Dann haben wir automatisches Update. Deine PS5 prüft regelmäßig auf Vorhandensein eines Updates und lädt die Daten herunter, sobald sie verfügbar sind. Könnt ihr an- oder ausschalten. Ich empfehle aber anzulassen, weil ihr wollt ja online spielen und ihr wollt, dass die Updates zeitnah gemacht werden. Im Ruhemodus automatisch installieren, empfehle ich euch auch anzuhaben, weil viele haben sie ja dann die PlayStation mal im Ruhemodus stehen, um irgendwelche Spiele-Updates zu machen, beziehungsweise Spiele zu installieren. Und da kann dann auch, wenn ihr dann automatisch Update habt und im Ruhemodus installieren, das heißt, dass das Update im Ruhemodus, ihr sagt zum Beispiel, zieht gerade COD runter, sind 180 GB mit Story, macht die im Ruhemodus und dann kommt aber hier ein Software-Update dazu. Und dann heißt es, die kann im Ruhemodus auch das Software-Update runterladen, installieren und dann ist es installiert. Und wenn ihr dann anmacht, dann habt ihr schon, sagt ihr, hey, willkommen bei der neuen Systemsoftware. Habe ich alles an, weil das besser ist. Spoilerwarnung. Könnt ihr an- oder ausschalten. Ich habe es an und habe es aufgemacht. Alles, was ich noch nicht gesehen habe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Sackboy Little Big Adventure mir angucke. Ich zeige euch das mal. Ja, da. So, hier sind die Trophäen, die ich noch machen könnte. Das kennt ihr ja. Hier sind die Kostüme, die gratis sind für mich gerade. Und normalerweise hat man dann ja hier auch immer noch so Videos. Jetzt habe ich angemacht. Moment. Seht ihr, dass das jetzt mal kurz hier No Signal ist? Das ist, weil Sackboy HDR hat und das Menü jetzt kein HDR an hat. Oder hat das Menü HDR? Wartet, ich überprüfe das mal, ob das standardmäßig HDR hat. Ja, das Menü hat standardmäßig HDR von der PS5. Informationen. Nee. Ja, Spieleinhalte verwalten. Information. Ja, gut, dann nehmen wir einfach mal Ratchet & Clank. Ja, Fortnite, da ist er definitiv drin. Hier. Derzeit beliebte Übertragung. Sowas hier zum Beispiel. Also das ist jetzt beliebte Übertragungen. Gibt es halt auch mit Infos zum Spiel. Ja? Und das ist halt Spoilerwarnung. So. Also da könnt ihr euch dann aussuchen, dass euch denn in der PlayStation. Das habt ihr, ist denn so ein graue. Der Punkt ist noch da. Also das Video oder das Bild im Newsbereich oder was weiß ich. Oder wenn ihr auf ein Spiel geht im Store.
Und da diese Videos und diese Bilder zu dem Spielen sind, wo man sich Informationen dazu holen kann, wie es aussieht und so, ob das jetzt was für mich wäre. Das ist weiterhin vorhanden, aber ist dann so ein bisschen grau gemacht, also mit so einem Filter drüber, und dann hat man dann so einen Kreis mit einem X, mit einem Schrägstrich drin, wie Stopp, Achtung, Spoiler-Gefahr. Weil ich gesagt habe, alles was weiter ist als ich bin. Wenn ich das Spiel jetzt aber, sagen wir mal, was ich im Store gesehen habe, schon durch habe und Platin habe und ich schon alles oder einfach schon normal durchgespielt habe, und dann ist mir alles bekannt aus dem Spiel, dann werden die Videos auch alle angezeigt, weil dann bin ich nicht von Spoilern behaftet. Es sei denn, es kommt ein Update und es kommt ein DLC, ich habe das DLC nicht, dann ist das auch wieder so. Von Spieleentwicklern angegebene Spoiler, das sind dann halt, dann verlässt man sich auf die Spieleentwickler. Ich habe ja immer grundsätzlich gesagt, alles, was ich nicht gesehen habe oder wo ich noch nicht bin vom Spielfortschritt, das soll Spoiler sein. Spoilerwarnung definitiv an. Spielstatus. Synchronisieren mit PlayStation Network. Ist einfach PlayStation Network synchronisieren. Das ist Trophäen. Also diesen Punkt haben wir jetzt hier einzeln drinne, der ist... Da, synchronisieren mit PlayStation Network. Ist genau der gleiche Punkt. Das ist halt hier nur integriert bei Trophäen, weil es halt nur für Trophäen wichtig ist oder interessant ist. Aber wir haben halt... Hier sich nochmal separat. Spiele, denen du folgst. So, jetzt können wir Spiele sehen, denen ich folge. Hier brauche ich nicht mehr folgen. Nicht mehr folgen. Also wenn er nicht mehr folgt, kriegt er auch keine Infos davon. Abzug. So, jetzt ist aber arg weniger. Und damit der Infobereich auch nicht mehr so ausgelastet. Also macht das bitte rechtzeitig. Sonst werdet ihr teilweise mit Nachrichten überflutet. Oder ihr habt so viele Aktualisierungen drin, wenn wieder irgendwas gesagt wird, hier, das wird aktualisiert, hier kommt ein DLC, da kommt was. So habt ihr mehr Übersicht drin. Und seien wir mal ehrlich, Spiele, die wir Platin haben, die wir vor 5 Jahren gespielt haben oder so, da interessiert uns jetzt nicht wirklich noch irgendwie ein Update. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Like das Video, teilt das Video, hilft mir beim Algorithmus bei YouTube. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.